Seit die 500-Euro-Challenge abgeschlossen wurde, wusste ich, ich brauche etwas Neues, etwas Großes, das den Kanal ausmacht. Der logische Schritt wäre, dass ich anfange, Autos zu testen. Jedoch ist das ein sehr professionelles Handwerk und dazu war ich einfach noch nicht bereit zu dem Zeitpunkt, als die Challenges zu Ende waren. Aber ich glaube, jetzt bin ich bereit. Da ich allerdings noch keine Autos habe, die ich testen kann, ist diese erste Episode über mein Auto. Ich bin Jochen Binder und ich bin auf der Suche nach dem perfekten Auto. Das Auto hier kennt ihr schon. Das ist mein Alfa Romeo 147 namens Gina. Ein Auto, das ich schon seit 4 Jahren oder so gefahren habe. Zum damaligen Zeitpunkt, als es darum ging, mir mein erstes Auto auszusuchen, hatte ich sehr strenge Richtlinien gesetzt. Ich wollte ein Auto, welches zwar viel Spaß macht, aber nicht meine Brieftasche leerte. Nur wenige Autos kamen in Frage für das enge Budget, aber dann überraschte mich mein Vater mit diesem Alfa Romeo 147. Es ist ein Facelift-Modell aus dem Jahr 2008, wessen Produktion nach 10-jähriger Bauzeit 2010 eingestellt und vom Mito und der Giulietta ersetzt wurde. Der 147 wurde mit mehreren Auszeichnungen gelobt, von Designpreisen zum Auto des Jahres. Auch im Motorsport war der Kompaktwagen in seinem eigenen Markenpokal vertreten. Diese Errungenschaften wurden jedoch der ersten Version des 147 verliehen und die Facelift-Version, wie ihr sie vor euch seht, hat nie die Aufmerksamkeit der früheren Modelle bekommen. Es gab noch nicht mal eine GTA-Version. Ich werde meine Autos unter dem Motto die Suche nach dem perfekten Auto testen. Ich habe mir 10 Kategorien ausgedacht, in denen jedes Auto entweder sehr gut oder sehr schlecht abschneiden wird, je nachdem, was für eine Art Auto es sein wird. Kein Auto wird hier diskriminiert. Jede Kategorie ist natürlich nur meine subjektive Meinung, aber ich versuche, es so objektiv wie möglich zu gestalten. Die erste Kategorie, die wir uns ansehen werden, ist das Aussehen. Hier meine ich nur das Aussehen von außen. Also schauen wir mal, wie Gina abschneidet. Die Italiener waren schon immer gut beim Design ihrer Autos. Und selbst mit strengen Crash-Regeln machen sie ihre Autos zu wahrer Kunst. Geschwungene Linien, ikonischer Kühlergrill, aggressive Details. Es ist sofort zu erkennen, das ist ein Alfa. Und mit meinen angebrachten Details kommt der Rennwagen unter dem Kleid zum Vorschein. Sie ist bereit für die Straße. Und ihr Aussehen passt dazu. Die Punkte vom Aussehen sind auch typenspezifisch. Heißt, wenn ein Auto irgendetwas Besonderes hat, dann kommt es in die Kategorie mit rein. Deswegen hat dieses Auto 5 Punkte, da es durch die Rennstreifen und die Sponsoren deutlich sportlicher aussieht und mir das sehr gut gefällt. Ich meine, ansonsten hätte ich es nicht so aussehen lassen. Kommen wir zur Performance. Hier geht es nur um Beschleunigung und Topspeed. Dieses Auto mit seinem 1,6 Liter Motor hat 120 PS. Und angeblich eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 10,2 Sekunden. Das erscheint mir persönlich ein bisschen lange. Leider können wir das nicht so gut testen, weil, naja, bei welchem Punkt kannst du schon von 0 auf 100 perfekt schnell beschleunigen? Vor allem im Straßenverkehr geht das ja nicht. Was wir aber testen können, ist Topspeed. Also, geben wir mal gescheit Gas. Offiziell ist dieses Auto eingetragen in den Papieren mit 194 km/h. Ich schätze, diese Geschwindigkeit wird er auch ungefähr erreichen, wenn nicht sogar noch schneller. Oder weiter, als ich das Auto zum ersten Mal alleine fahren durfte, bin ich mit meinem Vater die A8 runtergedonnert. Es war ein wunderschöner Tag, keine LKWs auf der Spur. Und ich war auf einem Bergabstück tatsächlich im fünften Gang im Begrenzer bei GPS 204. Natürlich war das ein Bergabstück, also zählt es nicht wirklich. Aber diese Performance hat er selbst heute noch. Ich war hier auf einem leichten Bergaufstück mit Tacho ganz knapp 200. Der erreicht schon seine Geschwindigkeit.
Ehrlichkeit. Ist ja nicht so. Genau, das ist natürlich so, dass die meisten Autos heutzutage so irgendwas erreichen. Die meisten Kombis, die man so rumfahren sieht, mit ihren 200 PS Dieseln, erreichen locker 240. Mein Auto halt leider nur um die 200. Deswegen und wegen der Performance, wo du dir manchmal wünschen würdest, na, da geht doch noch ein bisschen mehr. Deswegen muss ich dem Auto in der Performance, ich gebe ihm 3 Punkte für den Moment, weil ich nicht weiß, was für Performance Autos ich in der Zukunft fahren werde. Aber ich denke, 3 Punkte sind ungefähr angemessen. Die andere wichtige Kategorie für sportliche Autos, das Kurvenverhalten. Ein Auto kann auf der Geraden so schnell sein, wie es möchte. Wenn es nicht gut durch die Kurve kommt, wird es nicht schnell auf einer Rennstrecke sein. Gutes Beispiel, Lotus. Überall auf Rennstrecken sieht man kleine Lotus oder 911er GT3 RS rumfahren. Warum? Nicht, weil sie auf der Geraden schnell sind, sondern weil sie gut durch die Kurve kommen. Zum Glück kann ich sagen, dass vor allem für kompakte Wagen, so wie der hier, das Kurvenverhalten extrem gut ist. Die Lenkung ist super direkt. Mit den nur kleinsten Bewegungen kannst du schon gute Kurven fahren. Du spürst auch im Lenkrad alles, was auf der Straße vor sich geht. Du spürst jeden Hügel, jeden Stein sogar. Und das ist ein echter Vorteil, vor allem wenn man an die Grenzen geht und erspüren muss, wann das Auto Grip verliert und wann nicht. Das Fahrverhalten in der Kurve ist echt gut, er lehnt sich fast gar nicht. Die Lenkung ist super direkt, man kann super gut einlenken und er wird nicht wegschmieren. Und aus der Geraden raus hat er auch nur ganz knappes Untersteuern, aber eigentlich auch nur, wenn man es wirklich übertreibt. Und ich fahre hier noch mit meinen Winterreifen rum. Mit den Sommerreifen habe ich noch mehr Grip. Was auch super ist, sind die Bremsen. Ich kann super spät bremsen und selbst wenn ich in die Kurve zu schnell gehe, schmiert er mir nicht weg. Das Auto ist echt sicher, vor allem wenn man ein Newbie ist für die Rennstrecke. Man kann die Grenze wirklich erspüren und der Grenzbereich ist sogar relativ groß. Deswegen ein sehr leichtes Auto zum Fahren. Ein Glück muss man eigentlich sagen, weil für einen Neueinsteiger auf der Rennstrecke willst du kein Auto, das dir ganz plötzlich einfach wegschmiert. Ich glaube, das zeigt, dass das Kurvenverhalten in diesem Auto echt granatengut ist, vor allem für einen normalen Kompaktwagen. Ich meine, ich habe keine andere Aufhängung drin, das ist das Serienfahrwerk. Und mit diesem Serienfahrwerk hat dieser ganz normale Alltagskran 7 Punkte im Kurvenverhalten. Zumindest meiner Meinung nach. Wie man vielleicht von einem Auto erwarten würde, welches gut in der Kurve liegt, ist es nicht der beste Fahrkomfort, der jemals angeboten wird. Um genau zu sein, spürt man jeden einzelnen Huggel in der Straße. Und wenn man auf einer sehr huggeligen Straße fährt, sagen wir zum Beispiel auf einer Betonplattenstraße, dann wird man das spüren. Du spürst jeden einzelnen Schlag. Es hat natürlich für sportliches Fahren einen sehr großen Vorteil, weil man die Straße gut lesen kann. Aber wenn du einfach nur von A nach B kommen möchtest und dich vielleicht mit deinen Beifahrern unterhalten möchtest, dann ist es nicht das Beste, wenn du komplett durchgeschüttelt wirst die ganze Zeit. Wenn du das Auto hingegen auf ruhigen Straßen fährst, dann ist es sehr gediegen und es läuft auch sehr schön. Deswegen hat das Auto im Fahrkomfort 4 Punkte. Als nächstes kommt die Innenraumkategorie. Hier kommt es darauf an, wie der Innenraum aussieht und wie gut er verarbeitet ist. Nun, bei diesem speziellen Auto ist alles relativ einfach gestaltet. Es gibt relativ viel Plastik im Innenraum, er hat nur einfache schwarze Stoffsitze und ansonsten keine Ausstattung. Dies ist jedoch autospezifisch. Allerdings muss ich die Punkte autospezifisch vergeben, da ich ansonsten schlecht bewerten kann, wie andere Autos aussehen werden. Ich sehe sie ja nicht selber. Deswegen hat mein Auto im Innenraum 3 Punkte. Wahrscheinlich die subjektivste Punktevergabe von allen.
ist die hier, die Passion. Was fühle ich, wenn ich ein Auto fahre? Was fühlen andere, wenn sie mich darin sehen? Wie sehr sorgt das Auto dafür, dass man mit anderen Enthusiasten in ein Gespräch kommt? Nun, das ist so ein bisschen, was die Passion verkörpert. Die Passion ist wirklich eine Kategorie, die nur echte Autoenthusiasten verstehen werden. Es gibt einen deutlichen Unterschied, ob man zum Beispiel einen Alfa Romeo oder einen Volkswagen fährt. Ein normaler Alltagsbürger wird nicht den Unterschied verstehen beim Fahren, wird sich höchstens darüber aufregen, wie das Getriebe beim Alfa ein bisschen schwieriger zu schalten ist oder dass ein Alfa öfters kaputt geht, wie zum Beispiel ein VW. Aber ein Autoenthusiasten, wenn er sich in dem Alfa besser fühlt, dann wird er dieses Auto fahren. Und bei mir ist es genauso. Für die Kompaktwagenklasse der 2000er ist der 147 wahrscheinlich das Auto, in dem du am ehesten dieses berühmte Kribbeln im Bauch spürst. Es ist, als würdest du dich wirklich verlieben. Ich habe mich in das Auto wirklich verliebt, ansonsten hätte ich es nicht vor einem grausamen Schreddertod gerettet. Aber weil es natürlich andere Autos gibt, die diese Passion genauso oder auch besser bringen können wie dieses normale Auto, und der hier nicht der große Punkt zum Reden ist, bekommt das Auto in der Passion 4 Punkte. Nun, die komplizierteste Kategorie von allen ist wahrscheinlich die Alltagstauglichkeitskategorie, weil so viele Elemente hier einfließen. Der Platz, der Spritverbrauch, die Kosten im Alltag, die Wartung, wie anfällig das Auto ist, all das kommt hier rein. Da dieses Auto jedoch für den Alltag gebaut ist, ist dies eine der Kategorien, die wir sehr gründlich entdecken müssen. Zuerst mal, wie viel Platz ist hier hinten im Kofferraum? Nun, manche Leute sagen, der Kofferraum ist vielleicht nicht so groß. Für mich ist er jedoch perfekt, denn ich glaube, dieser Kofferraum ist groß genug, um einen Jochen zu transportieren. Yep, absolut perfekt, um einen Jochen zu transportieren. Im Innenraum geht es mit dem Platz noch weiter. Mit mir im Fahrersitz haben noch insgesamt 4 weitere Menschen, oder soll ich sagen, 4 weitere Jochen im Auto Platz. Also genug für alle. Also mir gefällt's hier im Innenraum, vor allem mit den neuen Teppichen, die du reingetan hast. Aber es ist schon ganz schön ziemlich eng, wenn hier der Beifahrersitz ganz nach hinten geschoben ist. Sorry da hinten, aber ich muss ja doch den ganz großen Fußraum nutzen, zumindest wenn der Sitz ganz hinten ist. Jedoch ist der Kofferraum wahrscheinlich auch so groß, dass man hier ungefähr 6 Kästen oder so transportieren kann. Auf jeden Fall seinen gesamten Einkauf. Okay, Leute. Wie wäre es, wenn wir dem Auto 8 Punkte geben? Ist das genug für alle? Ja, ist okay. Ja, nehme ich. Das scheint mir angemessen. Wie gefragt wird das Auto in der Zukunft sein? Wird es begehrt sein? Werden sich Leute darum ringen, das Auto zu kriegen? Nun, das ist, was so ein bisschen die Klassiker-Kategorie sagen soll. Wird das Auto in der Zukunft ein gefragter Klassiker sein? Oder ist das Auto vielleicht heute schon ein Klassiker? Das sind die Punkte, die wir vergeben. Bei diesem Auto ist leider relativ klar, da es nur ein normaler 147er mit nicht dem größten Motor und nicht der besten Innenausstattung ist, dass das Auto nicht so viele Punkte in der Klassiker-Kategorie kriegen wird. Um genau zu sein, hat das Auto 2. Ich kann leider dem Auto nichts Besseres geben, da es weder Sportwagen noch selten noch interessant wirklich ist. Für mich ist es interessant, aber wahrscheinlich nicht für den Großteil der Leute. Kommen wir als letztes zur Sound-Kategorie, eine mir persönlich sehr wichtige Kategorie, denn wenn ein Auto gut klingt, dann will ich es auch sehr gerne fahren. Überraschenderweise hat dieses Auto trotz seines kleinen 1,6er Vierzylinders einen sehr guten Sound, vor allem in bestimmten Drehzahlen, zum Beispiel um die 2500, Achtung. Drehzahl, mit der du die meiste Zeit fahren wirst, so in der Stadt. Und das ist schon ziemlich cool.
Dieser ganze brummende Sound in den relativ niedrigen Drehzahlen ist eigentlich nur erreichbar durch den Remus Endtopf, den ich vor kurzem installiert habe. Vollkommen straßenzugelassen, aber er sorgt einfach dafür, dass das Auto diesen Tick besser klingt. Aber wenn du mal Gas gibst und in die höheren Drehzahlen kommst, so ab die 5000 Umdrehungen, fängt das Auto wieder an, richtig kernig zu... Es ist kein Kreischen, es ist auch kein Brummen, warte mal einfach. Wer würde so einen Sound von einem niedlichen kleinen 1,6er Vierzylinder erwarten? Ich könnte echt stundenlange mit dem Gas rumspielen. Es bringt mich zum Lächeln. Und deswegen hat der Wagen in der Soundkategorie 5 Punkte. Lohnt sich das Auto denn zu kaufen? Nun, die Preis-Leistungs-Kategorie wird das euch ein bisschen zeigen. Nun, dieses Auto ist so ziemlich das komplette Package. Es ist ein guter Allrounder. Es ist ein gutes Alltagsauto mit guter Performance, einem sehr guten Sound. Für mich ein gutes Aussehen und ich werde das Auto noch lange fahren. Und Preise sind um die nur 2.500 bis 3.000 Euro, je nachdem wie viele Kilometer man akzeptiert. Ich habe meins damals vor 4 Jahren mit 151.000 Kilometer gekauft und die Probleme, die ich hatte, nun, ich hatte ein paar, das muss leider ein Abzug sein, aber ansonsten ist das Auto vollkommen in Ordnung. Der Motortausch ist natürlich nicht so praktisch, aber ich gebe diesem Auto trotzdem 7 von 10 Punkten und ich würde jedem Fahranfänger empfehlen, sich so ein Auto zu kaufen, da es deutlich aufregender ist wie seine Konkurrenten. Jetzt, nachdem ich die Punkte euch gesagt habe, die dieses Auto erreicht hat, muss ich wahrscheinlich noch ein paar kleine Sachen klarstellen zu diesen Punkten. Die Punkte sind meine persönliche Meinung. Es kann sein, dass ihr vielleicht die Punkte anders verteilen würdet, vor allem in den eher subjektiven Fächern wie Alltagstauglichkeit. Bei der Alltagstauglichkeit zum Beispiel ist ja der Zweck des Autos wichtig für die Punktevergabe. Deswegen sehe ich das so ein bisschen so wie gut ist das Auto in der Alltagstauglichkeit für das, was er gebaut wurde. Natürlich kann man in einem Auto wie diesem hier keine großen Sachen transportieren, genauso wie man in einem großen Auto in der Stadt nicht gut parken kann. Aber so möchte ich, dass die Punkte ungefähr repräsentabel sind. Und ich denke, mit diesem System kriege ich das relativ gut hin. Zweitens, es kann passieren, dass ich die Punkte in der Zukunft tatsächlich vielleicht ändern werde, je nachdem, welche Autos ich in der Zukunft testen werde. Es kann auch sein, dass ich manchen Autos Zusatzpunkte gebe, die es in den Kategorien eigentlich gar nicht gibt. Wenn ein Auto zum Beispiel für Offroad-Fahrten gebaut wurde, würde das nirgendwo in den Punkten wirklich repräsentabel zu sehen sein. Deswegen könnte man, wenn ein Auto irgendwas Spezielles ist, Zusatzpunkte vergeben, die aber nur einen kleinen Teil der Gesamtpunktzahl ausmachen. Letztlich, wenn ihr irgendein Auto habt, das ihr sehen möchtet oder eins habt, das ihr mir leihen könnt zum Testen, sagt es mir gern. Es ist egal, welches Auto ich wirklich teste, weil am Anfang kann ich wahrscheinlich sowieso nicht die ganz großen neuen Sachen machen. Und eine Basis zu haben von guten Autos ist auch mal was. Wie schneidet das Auto also punktemäßig insgesamt ab? Nun, insgesamt hat das Auto 48 Punkte. Damit ist es fast zur Hälfte das perfekte Auto. Und da ich bisher auch noch keine anderen Autos getestet habe, ist es alleine auf dem Leaderboard auf Platz 1. Ist der Alfa 147 also das perfekte Auto? Nein. Er könnte schneller sein. Er könnte luxuriöser ausgestattet sein. Er könnte noch praktischer im Alltag sein. Ist er aber das perfekte Einsteigerauto? Ich finde ja. Er ist definitiv unter den Top 5. Wenn nicht sogar
am ersten Platz. Wenn ihr also nach einem ersten Auto sucht, etwas, wo ihr euer Geld investieren wollt und ihr vielleicht ein bisschen gerne rumschraubt, dann ist der Alfa 147 1,6 Twin Spark das perfekte Auto für euch. Dieses Auto ist zwar momentan noch auf Platz 1, aber da draußen gibt es deutlich schnellere, luxuriösere, praktischere Autos, die den ersten Platz von meinem Auto erobern möchten. Aber welches Auto wird dasjenige sein, welches es schlägt? Und welches Auto ist das perfekte Auto? Nun, dazu müsst ihr die kommenden Episoden von meiner Suche nach dem perfekten Auto ansehen. Ich sehe euch beim nächsten Mal. Ciao.